Unser Sieg an diesem Tag stoppte den Vorstoß der Deutschen. Wir haben sie aufgehalten. Sie mussten sich dem brutalen Winter stellen. Doch zu welchem Preis? Sie waren immer bereit, so viele tapfere Männer zu opfern. War ihr Leben wirklich so wenig wert? Ich hatte nicht den Luxus, jeden Soldat zu beklagen, den ich in den Tod schickte. Sie wussten, was auf dem Spiel stand, und ihr Mut und ihre Tapferkeit verschafften uns die benötigte Zeit. Wir riskieren zu erfrieren. Halten Sie unterwegs Ausschau nach Feuerstellen oder Gebäuden. Da, seht euch die Spuren an. Die Deutschen sind dort entlang. In der Nähe muss ein Lager sein. Company of Heroes 2, willkommen zurück. Und es wird kalt hier im eisigen Russland. Man sieht ja, die Kälte hier, die hat Einwirkung auf die Einheiten. Brechen auf. Oh, den einen verlieren wir. So kalt. Okay, hier konnten wir gar nichts tun. Dort, Genossen, an diesem Feuer können wir uns aufwärmen. Diesen Deutschen hier wird es egal sein. Ja, wir müssen die Wärme suchen, denn sonst erfrieren wir hier eine jämmerlich. Infanterieeinheit hat das Genossen, ich glaube, wir frieren uns hier alle die Eier ab. Aber die Deutschen auch. Wir werden das Wetter zu unserem Vorteil nutzen und die Deutschen aus dem Moskauer Umland vertreiben. Also, sie haben sich hier irgendwo in Verteidigungsstellungen zurückgezogen. Späher beziehen hier Stellung. Sie treffen sich mit ihnen und bieten Sprengmittelunterstützung. Wir sind nur wenige Genossen. Haltet euch warm und lebendig. Alles klar, machen wir. Die Rote Armee. Okay, der nächste Punkt. Wir können auch hier in die Gebäude rein. Auf dem Weg. Und man sieht auch, hier im tiefen Schnee können wir uns langsamer bewegen. Abrücken. So tiefer Schnee wird unseren Vormarsch verlangsamen. Auf Straßen und Schienen kommen wir schneller voran. Also die Idee mit dem Wetter ist schon irgendwie eine coole Sache. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier? Schwere MG. Bleiben Sie in Deckung, um sich vor dem Wind zu schützen. Das hält sie nicht warm, aber am Leben. Okay, der Wind spielt auch eine Rolle. Was glotzt ihr so? Waffe aufnehmen. Na also, dann nimm. Nimm sie. Mitnehmen. Und los geht's. Wir sind unterwegs. Dieses Lager, es muss vom Spätrupp sein. Aber wo ist er? Brechen auf. Verdammt! Hinterhalt! Greifen an! Oh Mann, das war ja klar. Erstmal hier schön in den Hinterhalt gelaufen. Drei Trupps. Können wir die Stellung halten? Boah, das wird mies. Feuerstöße! Das MG rettet uns. Scheiße! Russische Scharfschützen! Die Späher! Wir sind gerettet! Noch müssen wir überleben. Sarodino! Level up, aber direkt hier einen Mann verloren. Ich habe hier keine Deckung. Feind erledigt. Sie haben es geschafft. Gut. Wir dachten schon, sie wären erfroren. Ha, doch nicht von dieser leichten Brise. Diese Kälte ist doch gar nichts. Da, jetzt beeilt euch und wärmt euch auf. Wir müssen die deutsche Stellung ausspähen. Okay, neue Einheiten und man sieht es, sie haben keinen Einfluss von der Kälte, denn die hier sind viel besser getarnt und gekleidet. Hier diese Schneeanzüge. Gut, die können wir also so bewegen, ohne dass wir immer eine Wärmequelle brauchen. Dann nehmen wir die hier direkt auf die 1, die hier machen wir mal auf die 2 und ich würde sagen, mit denen hier gehen wir nach vorne. Stellen Sie Ihr Feuer ein. Wir wollen unsere Position nicht preisgeben. Was habe ich hier? Feuer einstellen, Speerfeuer und hier drüben eine Leuchtgranate. Was haben wir hier? Den Sprint. Feuer einstellen. Ich gehe
mehr dahin, wo ich gebraucht werde. Unterwegs. Munition, sehr gut. Nehmen wir mit. Die bleiben hier. Wir mussten vor der Kälte in Deckung gehen, aber wir sind bereit, ihre Bemühungen zu unterstützen. Die Kälte hat die deutschen Panzer lahmgelegt. Sprengladungen sorgen dafür, dass es so bleibt. Okay, Pioniere und eine neue Nebenmission. Dann nehmen wir die hier und sprengen mal hier drüben den Panzer. Platziert die Sprengladungen. Team 2 hier drüben hin. Stellungswechsel. Sollen wir etwas bauen? Okay, Jungs. Alles klar, Rückzug. Pioniere gehen rein. Und zack, erledigt. Ja. Hurra! Der deutsche Außenposten ist in der Nähe. Wir können in Deckung gehen, um unseren Vormarsch zu tarnen. Wir können ein Leuchtgeschoss abfeuern, um das Vorrücken des Feindes auszuspähen. Die Deutschen sind direkt vor uns. Wenn wir in diese Deckung gehen, sollten wir in Reichweite sein. Okay, Moment. Erstmal schauen wir hier. Okay, die hängen hier drin. Beginne mit Angriff. Wow, die können was? Die werden noch lernen, mich zu fürchten. Feuer frei. Aber die kommen hier auch von der Seite. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Kontakt mit Infanterie. Okay, kriegen wir die? Ich denke mal, die hier halten weniger aus. Die Infanterie wird sterben. Ah, die flankieren. Und direkt hier einen verloren. Okay, die halten verdammt wenig aus. Wir sollten lieber mit denen hier sparsam umgehen. Nicht daneben schießen. Und der eine hier hat sich auch sehr gut verkeilt. Okay, nochmal hier leuchten. Schieß deine Leuchtgranate ab. Da kommt das nächste Drop. Ne, wir ziehen uns zurück. Die Nummer hier, die wird mir ein wenig zu heiß, auch wenn wir hier Level Up geworden sind. Begebe mich dorthin. Die greifen an wie Tiere. Unter Beschuss. Tötet die Mistkerle. Aber die suchen ja auch immer schön die Deckung. Ziel am Boden. Abmarsch. Die Infanterie wird nicht entkommen. Geehrt für unsere Furchtlosigkeit. Komm schon. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Erwarten Befehle. Rekruten hier. Alles klar, die ziehen wir nach. Wir werden draußen gebraucht. Es ist eher eine ruhige Mission, dennoch man muss gucken, wie man hier seine Einheiten einteilt, denn wir haben sehr, sehr wenig Einheiten. Können wir eigentlich die hier wieder nachrüsten? Nee. Einmal verloren, immer verloren. Wir brechen auf. Zeit zu marschieren, Genossen. Ich bin auf dem Weg. Okay, der nächste Punkt wäre hier. Sollen wir etwas Pioniere abrücken? Was muss getan werden? Also. Oh nein, so viele. Soldaten bereit. Pioniere einsatzbereit. Was kann ich... Bringt sie zum Schweigen. Okay, wir können hier einige wegholen. Wir haben die Reichweite. Keine Gnade. Die sind erledigt. Wie kann ich helfen? Kommen wir hier ran? Die haben ja einen riesigen Radius. Kontakt mit feindlicher Infanterie! Was? Rekruten, Ducken wird dich nicht retten! Den Feind zu töten schon! Dein umgeht uns! Infanterie schießt auf mich! Besser, als sie es verdient haben. Wir haben eine gute Ausbildung und Disziplin! Greif die Mistkerle an! Nächstes Drop. Los! Okay, weiter nach vorne mit denen hier. Das Territorium! Ja, genau. Hui, das war's. Ich denke, hier haben wir alle. Bestätigt. Nehmen wir die Munition mit und übernehmen hier die Gegend. Da, Tovaric. Ich nehme die Gegend ein. Ich werde ihnen das Territorium wegnehmen. Dann hier eine Sprengung. Bereitet Sprengladungen vor und platziert sie. Der Außenposten gehört uns. Ausgezeichnet! Wir haben ihnen zusätzliche Trupps zur Verfügung gestellt, um sie zu unterstützen. Wir rücken weiter vor. Hier in der Nähe sollte sich ein weiteres deutsches Lager befinden. Gardisten hier. Gardisten, sehr gut. Und weg damit. Beide erledigt. Genosse Leutnant, wir sind in diesem Haus in Deckung gegangen, als wir die Schüsse hörten. Aber wir sind einsatzbereit. Was haben wir denn hier?
Pioniere hier unten? Wir gehen. Die erfrieren mir hier, aber hier können wir noch einen Panzer in die Luft hochjagen. Mal sehen, kriegen wir die hier noch hin? Oder erstmal hier drüben rein? Na, die sehen gut aus. Alles klar, hier hin, hier machen wir die Sprengung. Sie brauchen Pioniere? Nimm das, du Hurensohn! Na, na, na. Solche Worte. Ziel bestätigt. Ich warte. Okay, Gardisten. Wir sind auf dem Weg. Können die erfrieren oder halten die ein bisschen mehr aus? Was haben wir denn hier? Ein Kettenfahrzeug. Gardisten, folgt mir! Ich sag euch. Genosse, das Halbkettenfahrzeug könnte unsere Trupps unterstützen. Kettenfahrzeug, Genossen. Alles klar, direkt übernommen und die erfrieren wir wirklich hier. Kaum zu glauben. Kriegen wir sie durch? Bewegung. Könnte eng werden. Hui. Keine höhere Berufung als diese. In Ordnung, wir rücken dorthin vor. Alles klar, hierhin. Nummer 2. Halbkettenfahrzeug macht Stellungswechsel. Unterwegs. Okay, Jungs, hier drüben hin Munition mitnehmen. Bestätigt. Alles klar, die Lage sieht doch gar nicht mal so übel aus. Okay, wir nehmen die Munition, leuchten hier drüben. Und suchen hier die Deckung. Alles klar, die machen das. Wow! Oh no! Okay, Rückzug, Rückzug. Reparatur, Rückzug, sammeln hier bei den Pionieren. Halbkettenfahrzeug hat Marschbefehl erhalten. Infanterie, Infanterie feuert auf unser Fahrzeug. Kriegen wir die? Wir frieren hier draußen, wir frieren hier draußen. Aber wir sterben hier. Okay, keine andere Option, wir müssen hier zurückgehen. Und reparieren. Pioniere, holt euer Werkzeug. Es gibt Arbeit. Alle ran. Nach, ob das repariert werden kann. Besser als laufen, schätze ich. Zu Diensten. Vielleicht können wir in diesem Halbkettenfahrzeug mitfahren. Was muss getan werden? Dieses Kapitalistenfahrzeug. Also hier drüben scheint einiges zu stehen. Erstmal hier eine Reparatur, dann gehen wir wieder hier mit dem Fahrzeug nach vorne. Denn so machen wir minimale Verluste. Gibt natürlich Sinn. Schützen, bereit. Alles klar, sehr gut. Los geht's, Fahrer. Naja, 3 Kills. Und wie man sieht, wir werden hier gleich direkt wieder Level up. Das sollte schon gehen. Sind die jetzt erfroren? Komm, komm, komm! Ihre Befehle. Wir gehen! Feindliche Truppen erledigt! Rekruten hier! Ich habe meine Beute! Okay, die bleiben hier. Befehle. Ja, los. Weiter nach vorne gehen. Greifen an! Das war ein jetzt unterwegs! Okay, der nächste Punkt. Was haben die hier alles? Die haben hier so viele Einheiten. Wir sind keine Feinde. Ja? Ich würde ja sagen, wir ziehen die 3 hier hin, aber keine Wärme in der Nähe. Moment, ihr bleibt hier. Wie kann ich helfen? Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Jetzt ziehen wir sie nach. Jetzt sollte es gehen. Haltet eure Position. Die Infanterie wird sterben. Komm schon. Na also, geht doch. Gut, meine Jungs hier hinten, die machen den Job. Ist die nächste Stellung. Okay, weiter nach vorne gehen. Kommen die durch? Ja, das kriegen die hin. Da hinten ist eine MG-Stellung. Level 2 hier drüben, sehr gut. Ja, Genosse. Okay, die sammeln sich hier. Abrücken. Ja. Dann leuchten wir hier drüben mal die Gegend wieder aus.
Erhellen einmal so hin. Mit einer Leuchtgranate. Halbkettenfahrzeug macht Stellungswechsel. Okay, können wir die umgehen? Feindliche Info. Oh Mann, haben die viel. Oh nein, Panzerfaust. Komm, 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 komm. Ein Treffer noch, aber dennoch, wir sind drin. Also hier haben die keine Chance mehr. Außer man wirft eine Granate, natürlich, das wäre eine Idee. Erwarten Befehl. Bereit. Wir bleiben nicht hier. Werden von Infanterie angegriffen. Wer, wie, wo? Ach, die hier. Die Infanterie wird nicht entkommen. Oh, Moment, hier drüben, ein Turm. Infanterie, mal sehen. Wie kann ich helfen? Ja, Genosse. Die machen hier die Ablenkung. Und die machen den Job. Hier wird auf mich geschossen. Was? Okay, hier drüben hin. Tot, bevor sie den Schuss hören konnten. Ah, die gehen zu weit nach vorne. Die gehen immer zu weit nach vorne, aber wir sehen sie hier nicht, wegen diesem Lager hier. Deutscher erledigt. Abzug durchziehen. Näher ran, nachrücken. Bewegt euch, als wenn euer Leben davon abhängt. Scharfschütze bereit. Das war's. Alles erledigt. Lebt hier noch jemand? Nö. Yes, wir haben sie. Rein hier, Jungs. Bestätigt. Rekruten hier. Sollen wir etwas bauen? Genossen, platziert die Sprengladungen. Bin ich in der Infanterie. Na, die nächsten. Mal haben sie sich als sehr fähig erwiesen. Aber unsere Arbeit ist noch nicht erledigt, Genossen. Auf der anderen Flussseite im Nordosten liegt noch ein weiteres Lager. Aber die Späher sollen vorsichtig vorrücken, da die Deutschen mittlerweile sicher wissen, dass wir kommen. Okay, sammeln, sprengen, reparieren. Sollen wir etwas bauen? Die Rote Rang. Lasst uns gehen, Genossen. Oh, was haben wir denn hier? Rein da, Genossen. Ein weiteres. Brechen auf. Ist ja mal cool. Sollen wir... Wir sind auf dem Weg. Dann machen wir hier die Reparatur. Es sind Feldreparaturen nötig. Wenn das repariert werden kann, dann erledigt. Haben wir beide? Sehr gut. Weg mit dir! Zu Diensten. Soll einsteigen. Ich schätze... Ja, Genosse. Ziel bestätigt. So. Die erfrieren hier. Deswegen lieber mal hier drüben hin. Wurde repariert. Beide auf die 2. Und wir ziehen hier weiter nach vorne. Wer soll sterben? Sollen wir etwas sprengen? Und die hier ziehen wir mit. Stellungswechsel. Ja, Genosse. Halbkettenfahrzeug macht Stellungswechsel. Also ich denke mal, jetzt kommen wir durch. Sag bloß, können wir den übernehmen? Das wäre ja genial. Scheiße! Die deutschen Mistkerle hauen ab! Okay, die ziehen sich zurück. Ein Panzer wäre jetzt hier zu gut gewesen. Also wir können hier rüber. Der Fluss ist gefroren, doch hält er auch wirklich unser Gewicht aus? Bereit für ihre Pioniere einsatzbereit. Sollen wir etwas steigt in das Fahrzeug ein. Bereit zum Einsatz. Bestätigt. Sollen wir etwas sprengen? Scharfschütze. Na gut. Ich würde sagen, legen wir los. Gehen wir rüber. Wir können ja hier mal scouten. Schickt eine Leuchtgranate in die Luft, damit wir was sehen können. Gehen in dieses Gebäude. Pioniere unterwegs. Halbkettenfahrzeug hat Marsch. Okay, das hält. Unterwegs. Ah, verdammt, die haben ja einiges. Sollen wir schweres MG schießt auf rein uns. Da. Okay, halten die Stellung. Nein, Granaten. Komm, 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 komm. Da. Ich gehe dahin. Okay, die rücken nach. Die können mir nicht entkommen. Boah, shit, Mörser. Was haben die hier alles?
einen Trupp ausgeschaltet. Fahrzeug wird von Infanterie angegriffen. Nächstes Trupp hier drüben. Schützt die Mitte, da sind wir anfällig. Erwarten Befehle. Erwarten Befehle. Alles klar, hier unten hätten wir. Nächstes Gebäude. Wir greifen an. Schweres MG stillgelegt. Bereit. Wie kann ich? Ich bin unterwegs. So, die hätten wir. Lief ja ganz gut. Und los geht's. Haben Sie ein Ziel? Das Land wird schon bald. Neue Truppen hierhin. Wir sammeln uns hier. Pioniere nach oben. Wir haben eine neue Einheit. Ich habe meine Beute. Dann ziehen wir die hier raus. Das Gebäude. Pioniere einsatzbereit. Ab in das Halbketten. Kommt. Genosse Leutnant, Speer berichten, dass deutsche Verstärkung sich unserer Stellung nähert. Bemannt sofort diese Mörser. Wir bereiten einen Hinterhalt vor. Wir müssen die Gegend um jeden Preis halten. Okay, die packen wir hier hin. Meine Idee wäre ja, Moment, die kommen hier unten raus. Meine Idee wäre, wir könnten hier das Eis zerstören, dann hätten wir hier schon mal eine Seite weg. So könnten wir halt besser die Stellung halten. Die hier brauchen wir ja hier eh gar nicht. Die können wir hier ausladen. Sollen wir etwas bauen? Mörsertruppe rein. Bemannt diesen Mörser. Das nächste Trupp kann hier hinten hin. Schützen, bereit. Also raus hier. Hier sind keine Feiglinge. Dann hier hin. Die gehen mal hier rein. Okay, die kommen hier oben. Die Gardisten. Was können wir mit denen tun? Wir holen sie hier nach draußen. Und ich würde sagen, sobald die Rekruten hier sind, verstärken wir die hier noch. Kontakt mit feindlicher Infanterie. Feindlichen Trupp getötet. Okay, was haben wir hier? Nebelbarriere. Granatwerfer-Sperrfeuer auf das Ziel richtet. Genosse? Okay, die kommen hier unten. Und hier oben. Wir haben einen Infanterietrupp eliminiert. Oh shit, die kommen überall. Die kommen überall. Infanterie schießt auf uns. Mörser hier! Aber der Mörser, der hält hier die Stellung. Die Infanterie wird sterben. Da kommt ein deutsches Stück den Fluss entlang. Jetzt sind wir Hackfleisch! Oh shit! Wir können ihn versenken, schnell! Mit den Granatwerfern, Sperrfeuer aufs Eis! Lass den Panzer versinken! Oh shit, das wird mies! Rückzug! Haltet die Stellung! Yes, wir haben ihn! Guter Schuss! Schickt die Mistkerle in ein eisiges Grab. Schaut, wie die Deutschen fliehen. Ohne ihren Panzer sind sie nicht mehr so mutig. Wenn General Winter uns in Moskau geholfen hat, dann einfach deshalb, weil er mehr Deutsche als Russen mit sich nahm. Nein. Es waren Mut und Opfer der Roten Armee und des Sowjetvolkes, die den Feind ausbluteten. Die Deutschen hätten sich im brennenden Moskau aufgewärmt, hätten wir nicht so hart gekämpft, bevor der Schnee kam.